Endlich, endlich erfahren wir, warum der gelbe Yoshi in Mario Maker nicht mit dabei ist. Er hat seinen Fisch vergessen und hat es nicht rechtzeitig geschafft. Hätte er doch nur mal gewusst, dass Mario Maker voll ist von Fisch. Ja, man muss nur irgendein Troll-Level besuchen. Die sind zwar meistens versteckt, aber trotzdem einfach zu finden. Zum Beispiel hier. Oh, es ist kein Fisch. Halt, stopp, das will ich nicht. Ich will nichts davon. Dieser Stiefel da unten, ne? Der hat natürlich schon mein Interesse geweckt. Uff, will ich das? Zumindest für einen kurzen Moment. Ich will mal ein bisschen damit rumspielen. Genau. Genau sowas. Ich wäre vor. Es ist doch fast immer so, dass man irgendwas mit dem Ding machen muss, bevor man es verliert, oder nicht? Nur in diesem Fall nicht. Da hinten ist das Ziel. Ich sehe es genau. Ich gehe da jetzt einfach. Ich gehe da jetzt einfach hin. Wollte ich sagen. Mal angenommen, ich wäre schnell genug. Geht das nicht? Kann man da nicht direkt. Oh. Man wird nicht nochmal von der Klaue aufgefangen. Dann funktioniert es wohl nicht. Ich habe hier auf Anhieb alles richtig gemacht. Meine Trollsensoren sind wieder absolut auf Höchstniveau. Mhm. Was wollte ich sagen? Mal angenommen, ich kann da eine Bombe durchwerfen und den unsichtbaren Block rechtzeitig aktivieren. Funktioniert aber nicht, ne? Ist hier alles geblockt? Ja. Ungeduld verliert immer. Ich warte geduldig auf mein Master-Schwert. So, jetzt darf ich aber, oder? Nee, ich glaube, mein Plan fällt ins Wasser. Trotzdem verstehe ich nicht ganz, was dieser ganze Quark hier soll. Warte, das offen? Ha. Ziel! Das sieht aber exakt gleich aus, oder nicht? Dieser Zaun. Mir ist ehrlich gesagt noch nie aufgefallen, dass der dieses Hellgrün hat, aber offensichtlich doch. Wow. Geht's vielleicht tatsächlich in diese Röhre rein? Oh yes, baby. Ich bin immer noch fasziniert von diesem Zaun. Ich gehe recht in der Annahme, dass ich den vielleicht gerne gehabt hätte. Plopp. Was, wenn es im gesamten Level keinen einzigen Fisch gibt? Weil Yoshi sie alle gestohlen hat. Warum zeigt hier eigentlich ein Pfeil drauf? Oh no. Ich glaube, ich will lieber nicht wissen, was ich da gerade ausgelöst habe. Nein, definitiv nicht. Schwerti! Ich mag das, wenn dieser Effekt auf dem Charakter drauf ist. Pilzi. Ich darf den Pilzi nicht vergessen. Es ist vielleicht sogar ein gestacktes Power. Der kam aber schnell. Wetten, den will ich nicht. So schnell wie der kam. Ja. Oh man. Okay. Ich will den Pilz. Und verstopf die Röhre mit meinem Körper. Mit meinem massiven Toadette-Körper. Nein! Nein! Ah, come on. Überhaupt, was ist denn hier mein Ziel? Schon den Helm aufzusetzen, oder? Das macht mir keiner nach. Das wird niemals, irgendwann wird mir das jemand nachmachen. Ohne Witz. Ich weiß selber nicht, wie ich es gemacht habe. Oh, 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 oh. Ich brauche eine Feuerblume? Wo hätte ich denn die herkriegen sollen? Hi. Tja. Diese Röhre sendet mir aber auch gemischte Signale, ne? Zum einen will ich sie und zum anderen nicht. Pass auf. Ich muss den hier, glaube ich, erstmal da. Ich kann das gar nicht kontrollieren. In welche Richtung der hüpft? Warum hüpft der überhaupt nach links? Naja, besser als nichts.
So, jetzt weiß ich nicht, ob ich diesen P-Switch aktivieren will oder nicht. Ich hatte eigentlich nur das Gefühl, von da oben kommt irgendwas Böses runter, wenn ich es tue und dann zu lange warte. Aber hier ist ja nichts mehr. Hier gibt es keine Gelegenheit, noch ein Power-Up zu finden. Es sei denn, ich warte 100 Sekunden oder so, kann ich aber nicht glauben. Pilzi, Pilzi, Pilzi. Hätte ich irgendwas davon, hier nochmal zurückzugehen? Wahrscheinlich nicht. So, ich glaube, ich muss hier einfach nur zuerst öffnen, ne? Ich bin halt nicht clever genug für dieses Level. Okay, aktivier mal. Da, oh. Aber ich habe sie gefunden. Da ist sie. Wie oft muss ich jetzt noch in diesem Aufzug fahren? Obwohl, er geht nur nach unten. Dann ist es ein Abzug. Die Gefahr besteht ja auch, dass man hier aus Versehen zurückgeht. Deswegen glaube ich schon, dass das eher nachteilig wäre. Wie das da oben drauf landet. Also gut. Hätte ich mir eigentlich denken können, ne, dass die Schiene hier nicht umsonst da ist. Was geht jetzt schief? Was geht jetzt schief? Ich warte jetzt einfach ab. Wow, ich hab ihn. Das ist ja eine einmalige Sache, ne? Dass man groß gemacht wird am Checkpoint oder dass man generell das Power-Up vom Checkpoint bekommt. Damit kann man auch so richtig dämliche Sachen machen. Wieso bin ich jetzt eigentlich hier und kann... Das ist einfach nur eine Todesfalle. Er will, dass ich sterbe. Das ist ein gutes Zeichen. In Troll-Leveln ist das ein gutes Zeichen. Jetzt bin ich frei und kann machen, was ich will. Na, hier geht's jetzt auf einmal rein. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ich halte mich absichtlich nicht an der Ranke fest. Hätte ich aber wohl machen sollen, ne? Ach du Schande, nein. Wirklich? Nein, muss ich das machen? Jetzt muss ich es machen. Oder kommt er nochmal wieder? Wiggly! Das ist ein hammergenialer Troll, ehrlich gesagt. Weil die folgenden Male weiß ich's und man muss es nicht mehr machen. Aber einmal muss man durchsitzen. Wiggler? Immer noch kein Wiggler. Der kommt nicht wieder. Der hat sich verabschiedet. So. Bitte erschießen Sie mich. Also gut, dann halte ich mich mal an der Ranke fest. Ist das wirklich? Come on, wer hält sich denn bitte an der Ranke fest? Ich will alles aktivieren, nur nicht das, was ich aktivieren soll. Mancher Action. Oh, ein Hinweis, wie schön. Pilz unter dem Mancher. Coole Sache. Alles klar. Kann sonst noch was schief gehen? Ich werde in Troll-Level nicht gerne gegrüßt. Da ist Fisch. Ich habe Fisch gefunden. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell kommt dieser Swamp auf mich zugeschossen, wenn ich den P-Switch aktiviere? Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist es ein Fake-Out. Es ist ein Fake-Out, aber ich habe trotzdem... Oh, oh nee. Schade. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich auch vergessen, dass ich mich da festhalten muss. Wenn ich hier dann zum 10. Mal durchlaufe. Man wird hier getroffen? Man wird hier getroffen. Kann man nicht verhindern. Juhu! Oh Gott, mehr Fisch. Jetzt geht's los. Nein, ich muss... Wie? Beeilung?
Ich gönn's ihm ja. Ich gönn's ihm ja. Okay, ich bin die Inkarnation der Geschwindigkeit. Ich bleib nirgendwo stehen. Aber irgendwo werde ich wohl stehen bleiben müssen. Als ob. Man kommt hier nicht mehr raus. Das habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott. Man kommt da echt nicht mehr raus. Speedoran. Def. Defender. Nein! Warum? Und raus hier. Die haben mir wohl zugehört, als ich gesagt habe, dass sie einen nicht verlässlich auffangen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist es. Hui. Okidoki. Fragezeichen Block. Ja. Ich meine, da oben komme ich nicht durch, oder? Wenn ich klein bin. Yes. Ich mag dieses Level. Es ist sehr, sehr kreativ. Es ist wirklich sehr, sehr kreativ. Nee, das kann man nicht schaffen, oder? Man kann nicht so niedrig springen. Ah, die Stelle ist so gruselig. Und die hier eigentlich auch, weil man springt an dem Trampolin vorbei und dann war's das. Hier bin ich, Pilzi. Ich hab ihn. So, muss ich jetzt noch irgendwas Spezielles beachten? Ist da ein Loch, wo man durchfallen kann oder so? Oh, jetzt... Nein! Wahrscheinlich ist es genau gleich wie am Anfang. Er wollte mich nur denken lassen, dass es möglicherweise anders sein könnte. Diese Mindgames. Unglaublich. Wie die auf einen runterfahren, ne? Diese grapschenden Krallenhände. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache immer die Hälfte richtig und dann aber doch das Falsche. Es ist sehr schmerzhaft. Ich will da nicht rein. No! Das ist einzig und allein die Schuld von Mario Makers Spielphysik, dass man das Ding ewig lang auf sich zukommen sieht und trotzdem nicht mehr ausweichen kann. Stiefel ist trotzdem sass. Da will ich nicht hin. Wo bin ich denn hier eigentlich sicher vor dem Ding? Nirgendwo. Macht die da noch mehr auf? Hat die da gerade irgendwas zerstört? Hm. Und jetzt wieder zurück? Komm, ich bin mal Omega. Omega dämlich. Wenn man wenigstens sehen könnte, was da oben ist, ne? Das hier sieht vielversprechend aus. Ich mach's trotzdem nochmal. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Weil das hier, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Das sieht einfach nur gruselig aus und ich mag es nicht. Was kommt da noch runtergeflogen? Ah, lass mich durch. Ah. Back. Möp. Er wird doch nicht etwa. Kommt der Wiggler? Es bringt mir gar nichts, ne? Ist nur ein Treffer. Selbst wenn er kommen würde. Was er irgendwie nicht macht. Okay. Danke. Das ist ja noch besser. Er gibt mir die Hoffnung, dass ich es beim zweiten Mal nicht nochmal machen muss. Und dann muss ich es trotzdem nochmal machen.
Oh mein Gott, das ist genial. Das ist genial. Ich fand das hier halt ehrlich gesagt zu offensichtlich. Ja, das muss ich ehrlich sagen, das war zu offensichtlich. Hier falle ich nicht rein, weil ich starke Füße habe. What? What? Naja, zugegebenermaßen ist es noch nicht hundertprozentig geklärt, ob das hier der richtige Weg ist. Mhm. Ist das jetzt schon wieder ein Pilz, den ich hätte einsammeln müssen? Wie oft denn noch? Wie schräg der da jetzt drin hängt. Nein! Aber werde ich da nicht von dem die Feuerkugel kommt. Ich hab einen Pilz. Ich hab einen Pilz. Ich glaube, kann man in Launcher auch Sachen stacken? Das war dumm. Das war dumm. Ist es. Ist es diesmal das Ziel oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte erst einen Checkpoint. Aber man weiß ja nicht. Diesmal, jedes Mal, wenn ich hier ankomme, habe ich eine Power-Up-Stufe. No! Wieso kam der denn? Letztes Mal musste ich doch. Egal, letztendlich muss ich ja trotzdem nur einmal den Weg freisprengen. Und dann kommt die Stachelkugel und vernichten mich. Siehste? Mega easy. Pillepalle. Hoch 10. Her mit dem Pilz. Wo bin ich jetzt nochmal falsch abgebogen? Ich darf den Blumen nicht hinterher rennen. Wie so ein Hund, der ein Leckerli sieht, ne? Ich warte jetzt, bis die ganz, ganz weit weg sind. Was würdet ihr tun? Würdet ihr es nochmal versuchen, ob das vielleicht wirklich das Ziel ist? Ich bin echt zweimal drauf reingefallen. Ich habe geguckt, ob man hier irgendwas von diesem Zaun sieht, ne? Ich habe ganz genau hingeguckt und ich habe es nicht gesehen. Es ist also noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Was, wenn ich hier durch muss, bevor die Blume hier rauskommt? Warum sind das P-Switch-Blöcke? Ah! Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Führt noch ein weiterer Weg in den Anti-Soft-Block von vorhin? Ich glaube, ich habe jetzt alle durch. Zumindest das. Was? Was? Warum? Wieso sind hier 10.000 verschiedene Wege? Und warum war jetzt der Checkpoint nicht mehr aktiviert? Wo habe ich denn bitte den nächsten eingesammelt? Wahrscheinlich in diesem Mega-Haufen voller Gegnern, oder? Passiert jetzt noch was? Oder bin ich wirklich einfach nur wieder... Was? Oder... Ist das überhaupt der Checkpoint von vorhin? Ich weiß, ja, ja, doch, ich glaube. Unglaublich, unglaublich. Aber wie wäre ich denn jetzt da rangekommen? Wahrscheinlich hätte ich mich fallen lassen müssen. Wahrscheinlich hätte ich mich in den Anti-Softblock fallen lassen müssen. Ja, das ist ein anderer Bereich. Das ist ein anderer Checkpoint und ein anderer Bereich. Das ist der alte Checkpoint. Ich ziehe meinen Hut. Zumindest, wenn ich einen auf hätte. Wow. Man kann hier gar nichts falsch machen, oder?
Ich verstehe gar nicht, warum hier nochmal ein Pilz ist. Ich verstehe es nicht. Hier geht's nicht rein. Habe ich vorhin nur kurz dagegen gehalten. War mir aber nicht hundertprozentig sicher. So, und jetzt. Jetzt wird's interessant. Pokey-Vernichtungsmaschine. Wie ewig man manchmal unverwundbar ist. Ich weiß, es ist immer gleich lang, aber mir kommt es so vor, als wäre es manchmal länger. Ich lasse mich in den Antisoft-Block fallen. Es muss aber, oder? Ist der einzige Weg. Was, wenn da eine große... Nein, da kommt keine große Kugel raus. Das Level war, das war wirklich der Hammer. Es hatte nicht nur richtig viele Trolls, die ich noch nie in irgendeiner Form gesehen habe, sondern die Mindgames, wie er mich drauf trainiert hat, bestimmte Dinge zu denken und ich echt nicht mehr wusste, was abgeht. Ja, vor allem da am Ende, wo er mich glauben, er hat das so gut aufgesetzt, dass man wirklich gedacht hat, man hätte irgendwo zwischendrin nochmal einen Checkpoint eingesetzt durch dieses Gegnergewimmel da. Echt der Hammer. Robbie Bobby, muss ich mir mal merken. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.